sage. Und somit begrüße ich euch alle herzlich zu einem neuen Projekt bei mir auf dem Kanal, und zwar mit League of Legends. Ich zeige euch am besten, wie man League of Legends nicht spielt. Ich bin kein Pro, ich spiele es nur in meiner Freizeit, just for fun. Und meine Main Roads sind eigentlich Sub und Ad Carry, aber ich bin jetzt momentan dabei, ein bisschen meine Supporterrolle ein bisschen auszubauen, weil ich jetzt mittlerweile sehr, sehr viel Ad Carry eigentlich in letzter Zeit gespielt habe, habe ich mir jetzt mal gedacht, so, jetzt machen wir wirklich mal Support. Ich spiele am liebsten tatsächlich Lux, Seraphine oder halt auch gerne Senna. Andere habe ich bis jetzt dato noch nicht wirklich ausprobiert. Ich wollte auch mal Zyra austesten, aber jetzt erstmal mit Lux. Ich hatte schon mal ein paar Testaufnahmen tatsächlich gemacht, um zu gucken, wie das alles so angeht. Und die waren eigentlich auch ganz gut, nur ich war qualitativ einfach nicht ganz so zufrieden. Ich habe jetzt ja auch nicht so die beste Internetleistung des Jahrhunderts, davon eben abgesehen. Aber man versucht sich ja auch stetig irgendwie auch mal so ein bisschen zu bessern. Und das wollen wir alles mal ausbauen. Und ihr seid schön mit dabei auf dem Weg. So, wir machen da natürlich so ein bisschen Damage. Seraphine ist am Anfang halt echt sehr, sehr schwach, was das anbelangt. Die versuche ich halt so ein bisschen auch zurückzuhalten, alleine wegen ihrer, ich glaube, es ist ihre E, die sie jetzt schon gepusht hat. Was ich ein bisschen komisch finde tatsächlich, weil normal pusht man immer so gut, es geht eigentlich immer erst die Q als wie die E. Aber naja, jeder spielt halt anders und jeder ist halt auch anders drauf. Ja, und sowas kommt dann auch mal zustande. So, die haben auf jeden Fall ihren Heal schon beide eingesetzt. Das hat natürlich einen fetten Vorteil für uns. Den müssten wir natürlich auch ausnutzen, aber da mein Ad Carry auch jetzt schon so ein bisschen weit runtergekommen ist. Schade. Aber da kann man nichts machen. Schade, schade, schade. Ich denke wahrscheinlich, weil ich Low Mana habe und wenig Leben zurückzugehen, aber da kommt jetzt unser Jungler. Schade, schade, schade. Hätte zwar besser laufen können, aber naja. Unser Jungler hat nochmal vorbeigeschaut. Finde ich auch sehr nett. Ich hatte schon sehr, sehr viele Games, wo so der Jungler gemeint hat, so ich komme jetzt nicht vorbei. Finde ich eigentlich sehr schade. So, einmal Backport, Safety First, bevor wir gleich hier alle drauf gehen. Ich hoffe, er geht jetzt auch gleich zurück. Dann kriegen sie ein bisschen was vom Turm ab, aber dann ist es halt erstmal so. Dann müssen wir mit leben, sagen wir es mal so. Ich hätte jetzt auch einen Heiltrank einsetzen können, fand ich aber eigentlich sehr unnötig.
Ich gehe dann lieber einmal zurück, komme ein bisschen gestärkt wieder, weil ich mir was kaufen konnte, weil Seraphine hat 26, ich habe 46. Der Wayne ist jetzt bei 79 und unserer ist auch bei 79. Er ist eigentlich relativ ganz gut. Bin zufrieden, ist jetzt nicht schlecht und auch nicht beste. Ich bin halt mit Lux am Anfang halt echt. Kann schon echt böse sein. So, First Blood geht an unser Gegnerteam nach 5 Minuten. Bisschen sad, aber ist dann halt so. Das kommt bei E natürlich. Da ist mein Ad Carry da. So, Minions sind deins. Stoß die immer nur so ein, zwei Mal an und er macht den Rest. Weil ich will ihn ja nicht die XP klauen. Ja. Okay, ich frage mich, wie ich das geschafft habe, aber okay. So, ich habe natürlich ein bisschen die Mini jetzt ein bisschen sehr low gemacht, aber jetzt hat er gutes Spiel hier eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin noch sehr gut dabei, die Wave Management zu erlernen, also. Aber es klappt leider nicht immer, weil sehr, sehr viele Hard Pushing machen. Also alle Minions gleich töten, töten, töten und nicht mal irgendwie stacken, was ich ein bisschen doof finde tatsächlich. So, wir machen natürlich so ein bisschen Damage. Zwischendurch noch unser, ich glaube es ist Draven, war, wenn ich mich recht erinnere. Ja, der ist ein bisschen. Ich habe leider kein Auge, aber er schätze ich mal. Deswegen setze er jetzt, denke ich mal, eins dahin. Yes, habe ich mir schon gedacht. Ja, I'm going back behind you. Aber ganz allein lassen tue ich ihn nicht. Das finde ich immer selber immer so ein bisschen doof. Okay, er sagt, ich soll auf jeden Fall backgehen, also gehe ich auch back. Wenn er sagt, ich soll es machen, dann mache ich das. Da vertraue ich dann noch drauf auf meinen Endcarry, wenn er mir sagt, so jetzt geh zurück, besser ist es. Bevor du mich hier komplett einmal abkratzt, finde ich auch gut, so kommunikationstechnisch sollte das eigentlich auch laufen. Ich hatte auch schon sehr, sehr viele Games, besonders im Ranked Games, da das ging gar nicht tatsächlich. Da hat man dann auch sehr, 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 sehr schnell Punkte verloren. Ich bin dann von Bronze 1 in Bronze 3 dann wieder schnell gerutscht. Finde ich eigentlich immer sehr traurig, sowas. Wenn dann dieses Teamplay einfach nicht da ist und jeder so meint, so ich ziehe mein Ding durch. Kommunikation, nee, ist nicht. Finde ich immer eigentlich sehr, sehr schade. So. Ich muss auch. Wäre schön, wenn ich gleich mal meine Ult kriegen würde. Ich liebe Lux Ult, die ist einfach so beautiful. Finde ich supidupi. So. Jetzt geht er backporten. Jetzt weiß ich, okay, der Wayne ist auf jeden Fall auch da. Dass ich sehr, sehr safe spielen sollte, am besten. Also so gut es geht. Unser Turm war natürlich auch schon schon angegriffen. Jetzt weiß ich, er ist da, dann lasse ich die Minions jetzt auch definitiv in Ruhe.
So, die Seraphim will natürlich. Viele Supporter, habe ich das Gefühl, spielen auch nicht wirklich auf Support-Item, sondern wirklich auf normalen Magie, wenn vorhanden. Okay. Da war jetzt gerade sehr, sehr perplex, ob ich jetzt mein Ult einsetzen sollte oder nicht. Gut, das hat funktioniert. Aber ich habe jetzt schon 2 Kills gekriegt und mein Netcarry gar kein. Aber hey, er hat 2 Assists gekriegt. Ich habe meine Ult jetzt ein bisschen verschwendet an der Seraphine. Ich glaube, ich hätte sie auch so bekommen. Davon mal ganz abgesehen. Ich hoffe, das hier mal so ein bisschen an. Machen hier mal unser Öglein hin und dann, okay, der Gegner hat hier auf jeden Fall Vision, der weiß auf jeden Fall, dass wir jetzt beim Ring sind, müssen wir erstmal mit leben. Kann sein, dass der gleich um die Ecke schniegt, muss ich immer schon auf die Minimap achten. So ein bisschen, dass da nicht ganz so viel Schaden, falls irgendwas kommen sollte. So, der Jungler kam auf jeden Fall nicht vorbei. Der ist Top Lane. Er hat ein bisschen Mana verbraucht, ein bisschen sehr viel Mana. Wir schaffen das. Wir müssen halt überlegen, ob wir erst auf die Seraphine drauf gehen. Schade. Okay, sehr schlechtes Play, ganz ehrlich. War wirklich sehr, sehr kacke, auch von meiner Seite aus. Die wird jetzt gleich wie ihre Q einsetzen, ihre E. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich versuche es halt auch so zu pushen. Junge! Also manchmal mit Stunts, ne? Es ist ja auch nicht meine Welt dann, ne? Dann bin ich echt außer Übung wieder. Ich habe zwar oft auch mit Senna gespielt als Ad Carry, aber das war halt noch lange nicht so kacke. Ah, okay. So, wir müssen aufpassen, er hat echt wenig Mana. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es bei unserem Gegnerteam aussieht. Wir haben jetzt normale Minion Wraith. Keine spezielle. Also keine Cannon Minion Wraith oder wie man das auch mal so gerne schimpft. Die wird es auch gleich. Yes, ich wusste es. Ja. Sehr nice. Arcana Komet, not that bad girl. Versuchen es natürlich immer und immer wieder. Ist halt wie so ein kleines Versteckspiel. Wird wahrscheinlich gleich der Jungler einmal auftauchen. Okay, dann soll er zurückgehen. Ich bleibe auf jeden Fall safe hier. Komischerweise von dem Gegnerteam war noch kein Jungler unten, finde ich sehr, sehr komisch.
Ich signalisiere dem, dass ich mal nach hinten gehe. Mitte sieht eigentlich sehr, sehr schlecht aus bei uns. Aber naja, mal gucken, was da noch kommt. Zu Hause ist es am hellsten. Ah, könnten wir nicht noch irgendwas schneiden? Wir können nichts kaufen. Wir können nichts kaufen. Nee, nee. Also ich spare mir das lieber auf und pottern wir später ein bisschen zurück, weil ich mir immer Item für Item kaufe. Ich weiß, das habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Das ist eigentlich schlecht, meiner Meinung nach. Ich komme. Das ist halt auch echt halt cool. Wutzen und Fädeln, oder? Okay, sie weiß, dass ich sie hätte töten können. Bitch in your face, Alter. Also Teamplay sehr, sehr nice. Da sind seine Minions. So, jetzt ab an den Turm und dann gönn dir. Auf jeden Fall einmal komplett kaputt. Du weißt, dass wir hier zu zweit sind. Hier, bis er wieder da ist, dass unser Turm auf jeden Fall nicht fällt. Das ist mir eigentlich relativ wichtig. In die Schlacht mit glühenden Herzen. Ja. Also, ich muss mich auch voll aufhalten. Wo ich hingehe, folgt das Licht. Sind gefallen. Thank you. Sowas finde ich eigentlich immer ziemlich witzig. High Reduktion wäre jetzt eigentlich gegen Nasus in der Top Lane, aber ich schätze mal, das wird nicht so zu einem krassen Teamfight kommen, dass wir da irgendwas einrichten müssen. Ich schätze mal eher, dass wir wegen Jax und wegen Ahri aufpassen müssen. Ich würde dann noch eher auf den Horizontfokus gehen, tatsächlich. Ich bin jetzt auch das erste Mal gestorben. Licht stört ja. Nicht, es flackert nur ein bisschen. Ich signalisiere mal, Carry, dass ich unterwegs bin. Ach ne, ich gehe lieber mal in der Toplane helfen. Sieht da sehr, shit aus. Oh, das hat sogar aufgegeben, das Gegnerteam. Okay, verstehe ich irgendwie nicht, aber... Okay. Ja, neue Stufe, Champion-Kapsel. Thank you. So, wir haben B-Plus gekriegt tatsächlich. 4 Kills, 1 Tod, 1 Unterstützung. Und Edgarit 1, also 1 Kill gemacht und ist auch gar nicht gestorben. Unser Camille war, glaube ich... War die Top oder war die? Ich glaube, die war Top Lane, ne?
Ich war jetzt aber anscheinend nicht so pralle. So, ich gucke mir auch immer gerne nach dem Game immer die Grafiken an. Wir waren jetzt eigentlich ziemlich gut im Mittelfeld, würde ich jetzt mal behaupten. Unser Adcarry war sogar ein bisschen schlechter als wir, aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir werden auf jeden Fall nächstes Game spielen.